Willkommen von der Mobile World Congress 2016, wo wir hier einen brandneuen USB-Stick von SanDisk haben, und zwar den CZ450. Wie ihr ja schon sehen könnt, das ist kein Micro-USB-Stick, sondern ein USB-Type-C-Stick. Heißt, mittlerweile gibt es schon über 3-4 Dutzend Geräte, nicht nur Notebooks, sondern auch Smartphones, die mit USB-Type-C aufgeladen werden können und die entsprechend dann nicht nur eine schnellere Datenübertragung haben, sondern das Vorteilhafte bei USB-Type-C natürlich wie immer ist, dass ihr einfach den Stick nehmen könnt, rausschieben könnt und in egal welche Richtung ihr ihn reinsteckt, er wird immer reinpassen und dann entsprechend schnellere Datenübertragungen liefern können. Hier in dem Fall bei diesem schicken USB-Type-C-Stick von SanDisk haben wir bis zu 128 GB Speicherplatz. Der kostet dann zwar relativ viel mit um die 300 Euro, aber dafür haben wir auch bis zu 150 MB pro Sekunde Datenübertragungsraten. Bei 32, 64 GB genauso, bei 16 GB wird es ein bisschen langsamer mit nur noch 130 MB pro Sekunde. Ja, Byte, nicht Bit, aber ihr könnt sehen, das Ganze ist wunderschön verarbeitet. Nur 6,6 mm dünn und 5 Jahre Garantie habt ihr auch noch drauf. Also falls ihr mal brechen sollte oder irgendwas anderes Doofes damit passiert, kriegt ihr auf jeden Fall einen neuen als Ersatzbare, oder wenn es die Version dann nicht mehr gibt, dieses Gerät einfach nicht, dann kriegt ihr einfach das neuere Modell, was dann entsprechend ähnlich ist. Wie ihr sehen könnt, das kann man hier hinten ganz leicht aufhängen, also an den Schlüsselbund findet es auf jeden Fall auch Platz. Und wie gesagt, bis 128 GB hier in diesem wirklich dünnen Gehäuse von SanDisk mit dem CZ450, also eigentlich dem SanDisk Ultra Cruiser wird er nicht mehr genannt, aber hier der USB-Type-C-Stick von SanDisk ab März auch dann erhältlich. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr das zugeschaut habt, das war hier der SanDisk Ultra USB-Type-C-Stick. Bis zum nächsten Mal und tschüss.